Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich habe mich ja schon länger nicht mehr gemeldet. Das lag daran, dass ich erstens mein Ladekabel verloren habe und dass ich sehr mit der Schule beschäftigt war. Und wir melden uns hier right aus Berlin. Ich schwenk mal kurz rüber. Hier sieht man die Kaya. Und wir verbringen hier 5 Tage unserer Ferien, Herbstferien. Das sind die letzten Ferien, in denen wir nicht ackern müssen. Und ja, ich dachte, ich nehme euch hier mal ein bisschen mit. Also falls wir was Spannendes machen, werde ich es natürlich vloggen, damit man dann einfach so die gute Zeit hier ein bisschen miterleben kann. Also ja, wir sind hier erstmal so ein bisschen was zur Anreise. Ja. Also ich habe eine riesige Tasche dabei. Die sieht man hier. Naja, oder auch nicht. Jedenfalls war es einfach was der Horror damit anzureisen. Ich bin nämlich in der Bahn stecken geblieben. Ich musste 100.000 Treppen hochlaufen. Weil das war wirklich ein ganz Körper-Workout. Ja, trägst du jetzt sonst immer deine Koffer? Ja, sonst trägt die Helena immer meine Koffer. Deswegen echt? Dieses Mal war es ziemlich sick. Ja, wie gesagt, ich bin in der eigenständig. Excuse me. Wie gesagt, ich bin in der Bahn stecken geblieben. Und übrigens, Leute, ich habe meine Haare gefärbt. Davon habe ich auch ein Video gemacht, aber währenddessen bin ich in einen Heulkrampf verfallen, weil es einfach sehr, ja, sehr, sehr, kann ich bestätigen. Sehr, 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 sehr schwierig emotional war. Emotional wurde. Ja, es wurde ziemlich emotional, deswegen kann ich es leider nicht hochladen, weil, ja, ich bin einfach nur gestorben. Eingeschreckt. Ja, wir sind hier ins Zimmer gekommen, finden wir erstmal eine Bibel vor. Abgesehen davon steht auf unserer Hotelkarte auch irgend so ein Psalm, also ist hier ziemlich religiös. Nichts mit Sixten. Ja. Und der Plan für den ersten Day, also schon richtig spät. Gott! Ich mag ja keine Apple auch. Das ist aber gut, guck mal. Kommst du mit zu mir auf meinen. Jetzt dreh dich mal. Ich muss erst die Helm drehen. Na doch, ist doch Porno. Du bist kein Arm. Was sagen wir denn jetzt eigentlich? Tun wir nur so, als wären wir hier so stehen, oder? Ja. Warte. Wie sieht man das überhaupt? Ich muss noch kurz ins Bad. Achso, ihr wollt jetzt gerade im Nachhinein draußen. So, also wir sind jetzt auf unserem Weg zum Topshop. Ja, natürlich. Grüezi! Du hast so eine schlanke Hüfte und Teile, Alter. Ja, und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen shoppen. Wir sind hier gerade im Topshop. Ich habe überhaupt keine Lust. Ich habe auch keine Lust, in diesem Vlog zu sein. Die Amp fühlt sich gerade richtig hart. Oh. Oui, le baguette, le garçon. Oh, c'est Paris. Paris, bitch. Oh, Western. Und ich finde es so toll, wie du zwei Looks kombinierst. Und zwar einmal dieses moderne französische und dann einmal der diese wilde Western Texas. Mach es so. Texas. Oh mein Gott, das ist ja so sexy. Ja, hier sehen Sie einen wunderschönen Krähenfuß an meinem Fusser. An der Fusser. So Leute, wir sind hier gerade am Thriften. So, wir dokumentieren das Ganze mal. Die Kaya ist gut bestückt jetzt hier. So, wir haben jetzt diesen Pulli hier. Oh, warte. Ich weiß halt nicht, ob ich den kaufen soll oder nicht. Das ist jetzt das ist aus. Die sieht gerade richtig aus wie ein Fischer. Komm mal her, Kaya. Fischer. Guck mal hier in den Bildschirm. Oh ja. Also du könntest Iglo-Werbung machen. Stell mir deine neue Backfischstäbchen vor an. So, also herzlich willkommen zu meinem neuen Backfisch. Und du bist hier gerade auf hoher See, es wackelt, es ist stürmisch. Iglo, ne? Ja, was macht die denn von Iglo aus? Was macht denn die von Iglo aus, ne? Knackig. Oh, du bist okay. So, wir sind ja erneut auf hoher See. Jetzt haben wir halt hier die Kiesacken. Nee, das ist jetzt nicht hoher See, das ist eher so hirtenmäßig. Ja. Wir sind deine Schäfchen. Wo ist dein Stock? Mein Stock. Hier, leg dir mal den Luchs um. Also ich unterstütze was nicht. Scheiße. Oh Gott. Kannst du das auch? Der guckt mich schon die ganze Zeit richtig böse an. Ich kann nichts dafür, mein Freund. Oh, ich mache gerade richtig gute Aufnahmen vom Lux. Jetzt mal auf dem Lux zu filmen. Die Frage ist jetzt, ob ich die Jacke nehmen soll oder lieber den Pulli und eine andere Jacke.
So Leute, wir sind jetzt hier. Was sind wir essen? Vietnamesisch. Vietnamesisch. Veganer Vietnamesisch. Geil. Mhm. Nein, ihr seht toll aus. Vietnamesen generell nicht alles vegetarisch. Lecker. So Leute, wir wollten uns das nicht nehmen lassen, einen Vlog zu drehen, um zu zeigen, was wir gekauft haben. Einmal, das ist aber ein Haul, Anni. Ja, genau, einen Haul meine ich. Einmal habe ich mir hier bei Brandy dieses schicke Ding gekauft und dann hier in dem beim Thriften diese coole Jacke. Die sieht so aus. Und da sind ziemlich coole Patches drauf. Und die ist gefüttert. Das sieht so aus. Ich finde die ziemlich lit. Kai, willst du auch mal deine Scheiße? Ja, einfach Pornomusik im Hintergrund. Ich habe mir diese Nazi-Bomberjacke geholt. Finde ich ziemlich lit. Ich fühle mich ein bisschen böse mit der, muss ich sagen. Aber böse ist ja nichts Schlechtes, ne? Dann haben wir hier noch so einen schönen schwarzen Lackmäntelchen. Oh, womit ich aussehe wie der Rufus aus Haus am Hut, die beiden sagen. Dann habe ich so ein lilanes Turtleneck gekauft. So. Ich habe mir noch einen affengeilen Hut geholt. Oh ja, der ist affengeil. Den haben wir in so einem Laden geholt und den habe ich direkt gefunden, Freunde. Im Monkey. Ja, genau. Und dieses tolle Bändchen, dieses Bandana in Blue. Yeah! Dance, dance, like it's the last night of the life. So, hallo Freunde, ich mache mich gerade fertig und ich dachte, dass ich vielleicht einfach kurz euch ein bisschen mitnehmen kann, was ich mir ins Gesicht klatsche. Ich habe mäßig versucht, meine Augenbrauen zu machen, aber das ist nichts geworden eigentlich. Also, ehrlich, sieht nicht so gut aus. Fangen wir mal an mit der Verenioser Gesichtspflege. Ach, es scheint wahrscheinlich gerade ihr wisst. Die sieht gerade ein bisschen krank aus. Dann kriege ich dann einfach mein ganzes Gesicht ein. Junge, was ist das eigentlich bitte für eine Locke auf meinem Kopf hier? So, dann nehme ich einen Concealer. Also ich mache da ganz normal. Ich mache jetzt nichts Großartiges. So. Das tupfe ich jetzt alles ein. So, Leute. Jetzt. Also ich benutze im Moment keinen Puder mehr, weil mir ist mal aufgefallen, dass ich immer aussehe wie so eine Wüste im Gesicht. Also ich mag es gar nicht. Dieses ist im Moment halt richtig so der Fall gewesen. Ich finde es gar nicht mehr geil. Deswegen benutze ich, wie gesagt, kein Puder mehr und halt richtig viel Creme und das so ein bisschen glowy, glänzig-mäßig ist. Bei mir ist das Wichtigste beim Make-up der Bronzer. Ich mag es einfach nicht so käsig auszusehen. Da dippe ich jetzt einfach mal rein und irgendwie ist es, glaube ich, nicht meine Frage. Aber das mache ich jetzt immer ganz Gesicht, ne? Meine Haare sehen gerade schön aus, weil ich die in die Jacke so gemacht habe. Ich habe so eine graue Hose an. Die ist von Topshop. Dann hier diesen den schwarzen Rolli. Dann das hier von Brandy. Und so eine Teddyjacke, die ist von Card und von der Kaya ausgeliehen.
So, wir filmen jetzt mal mit dem Handy und zwar vloggen wir jetzt mal hier. Also wir gaffen gerade eine Wand an. Da ist nichts drin, aber trotzdem sieht wir sehr gut ziemlich, aus. Ziemlich entscheidendes Nichts. Und ja, hier ist gerade was Essbares drin. Jetzt gehen wir ins Tropenhaus, was uns sehr gerecht kommt, weil uns ist kalt. Oh mein Gott, wir sind im Dschungel. Boah, hier stinkt es nach Entenscheiße. Warte, jetzt sind wir hier im Dschungel, boah. Hell yes. Auf dem Weg ins Museum. Hier, das ist das Outfit of today. Sieht jetzt leider gar nicht so porno aus, wie ich dachte. Aber ja, wir sind hier jetzt im Urban Nation Museum. Kaya, dreh dich mal. Ich ja schon, also ich bin halt. So sieht es halt einfach aus, ja. Echt? Ich kann es halt auch nichts dran ändern. Ich mir nicht rocken. Ich weiß. So, hallo meine Lieben, wir sind jetzt in Aufbruchsstimmung. Wir haben gerade alles aufgeräumt. Wir müssen in 3 Minuten aus dem Zimmer sein, aber we don't care actually, because we're independent. Ja, also wir haben halt wirklich innerhalb von 5 Minütchen hier das Zimmer aufgeräumt, also ich jedenfalls. Und heute gehen wir zur Eastside Gallery. Hast du auch irgendwann mal was Positives beizutragen? Ja, und dann gehen wir heute Abend noch bei Peter Pan Frasen. Peter Payne. Oh Junge, ich sehe aus. Aber ja, Leute, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Nein. ich habe mein Bestes gegeben. Nein. Und viel Spaß noch beim Zusehen. Lasst ein Abo da.